Ach ja, da bin ich wieder. Der Typ aus dem kleinen viereckigen Kästchenfenster, wie man nennt das irgendwo um mich herum mal in der Ecke war. Ja. Aber das mit StarCraft ist erstmal vorbei, weil ich hab's probiert, ich hab's wirklich auf wirklich viele Arten über längere Zeit probiert und ich habe es einfach hinbekommen. Da hat da der Ton gestreikt, da hat das Bild gestreikt, weil ich das mit mehreren Sachen aufnehmen, also zur selben Zeit, dachte, ich muss das hinterher zu synchronisieren, war eine so schwere Arbeit, dass ich es aber nicht hinbekommen habe. Also ich, da dachte ich mir, ich probiere erstmal was anderes aus, Spiele, die nicht so anspruchsvoll sind, also die Grafiken dann mäßig her. Und das klappt wohl ganz gut und deswegen, ja, ich mache dieses Intro jetzt. Ich habe mir das auch seit dem StarCraft-Videos viel zugelegt, wie ich habe meine Wand grün angemalt, ich habe mir eine Softbox gekauft, damit ich das Licht besser beleuchten kann, die Wand besser beleuchten kann. Ja, und probier's einfach mal auf diese Weise. Dachte mir, es kann nur schöner werden. Oder besser oder attraktiver, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich auch ein neues Intro gemacht und damit fangen wir jetzt an. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es darum geht, das neue Spiel auszuspielen. Das neue Spiel zu spielen, Entschuldigung. Spannung pur. Bis gleich. Das war mein neues Intro und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, und wie ihr vielleicht sehen könnt, spielen wir heute und ab sofort One More Dungeon! Ja, wie ihr ganz richtig gesehen habt, spielen wir One More Dungeon. Ich habe dieses Spiel durch Zufall auf Steam gefunden und dachte mir, ich probiere es einfach mal. Und ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe es ungefähr, also habe ich eine Ahnung, was es ist, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Ich habe vorhin ein bisschen hineingeschaut, um mir die Steuerung das schon mal anzuschauen, aber darauf gehe ich alles noch ein. Ja, ich würde sagen, ich setze mal meine Kopfhörer auf und dann schauen wir einfach mal, wie das Spiel so ist. New Game. Ja, möchte ich. Okay. Score. Ja, das ist wahrscheinlich vorhin, weil ich schon ein bisschen was gemacht habe, aber ich habe keine Ahnung, wofür ich diese Punkte bekommen habe, also, ne? Kann ich auch nicht sagen. Es sieht so aus, als wenn man für die Punkte, die man in den Level bekommt, so eine Art Bonus oder so eine Art Hilfen kaufen kann. Aber wir haben eh noch nicht genug für irgendwas. Okay. Play. Ich kenne das Ziel des nicht, deswegen. So, schauen wir einfach mal, was hier gibt. Da ist das eine Fledermaus? Gucken wir mal. Also ich habe hier unten in der Ecke habe ich einen Zauberstab und ein Schwert. Wahrscheinlich ist das rechts und links, oder? Oder mal. Linksleck. Ah, ja doch, dann kann ich so ein... Und oben in der Ecke ziehe ich das dann ab, ja, ja. Oh, ja doch, es war anscheinend so aus wie eine Fledermaus, okay. Fangen wir mal an. Hier ist ein Tisch. Press E to pick up regression potion. Wahrscheinlich so ein Regenerationstrank oder sowas, oder? Okay, was liegt hier rum? Ah, hier bekommen wir anscheinend, diese Beutel sehen aus wie die... Die Munition unseres Zauberstabs, oder ist wieder so eine Spinne, Fledermaus, was auch immer. So, auf Tab habe ich schon nachgeguckt, war die Karte. Was ist Q? Wo steht Q, aber ich kann nicht Q drücken, passiert nichts. Tab ist die Karte. So, wo gehen wir denn hier hin? Dann gehen wir, und wir erstmal diesen, diesen Raum zu Ende erkunden. Das ist hier. Sieht gefährlich aus. So. Ein blauer Brunnen. Kann man nicht. Ich kann zum Beispiel keine Ahnung, was hier machen, oder geht's weiter? Da ist nichts in der Ecke. Und die Fackel hört man zumindest. Oh, so. Hier sind Monster. Okay. Vielleicht locken wir die einfach mal eins und alle raus. Okay, die scheinen noch einfach zu gehen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das aussah.
kann man die kaputt machen? Ja, einsammeln direkt. Nein, das Loch so ein Viech. Ich könnte auch mal mit dem Schwert zuschlagen, das habe ich ja auch noch. Ist wieder nichts. Schon Großteil erkundet. Das heißt Großteil, ich weiß nicht, wie groß das Level ist, aber. So. Mal zurück und gehen zu der Tür da unten. Mal sehen, was da so kommt. Kann man, Sachen kann man zerstören. Da ist ein Schlüssel, gell? Silver Key, okay. Das heißt ja One More Dungeon. Wahrscheinlich muss man hier verschiedene dieser Level machen, um, also diese Ebene lösen, um dann in eine andere zu kommen oder sowas. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Ich probiere es aber mal aus. So, kommen wir hier weiter? Ja, zweimal. Fangen wir mit der rechten an. Sackgasse. Dann gehen wir in die nächste. Das sieht schon besser aus. Eins, ja, wie viel Leben habe ich jetzt noch? Aber kann ich eins drücken? Also jetzt habe ich zwar keinen Trank mehr, aber jetzt ist mein Leben wieder voll. Ja, was mache ich jetzt? Kann ich hier was machen? Not enough crystals. Okay. Achso, ich habe keine Kristalle. Kann ich das irgendwie wechseln? Scrollen geht nicht. Okay. Komm. Okay, die haben 4 Leben, also ich muss 4 mal zustechen. Das bringt 2. So ein Schutzschild oder was? You are dead. Ja, wunderbar. Restart. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, ne? Wenn ich nur wüsste, wo das Ziel liegt. Wir müssen wahrscheinlich auch von vorne anfangen, ne? Ja. Okay, Truhe zerstören. Obwohl, die Kristalle, die sollte ich mir vielleicht aufheben. Was ist das denn? Eine Ratte. Süß. Es gibt ja verschiedene Arten, aber irgendwie muss das ja... Das läuft aber... Zumindest solche Sachen kann man ja mit dem... Ich habe Flügelschläge, oh, da. Was war das? So eine Art Geldcoin? Warte mal. Jetzt warte. Okay, hier will nicht so. Ist ja mal gucken. Nichts mehr. Das hier. Hier werde ich mich hochgehen können. Das muss im Moment noch nicht. Ich sehe den Brunnen. Ich weiß nicht, was der Brunnen bedeutet. Dann, das kann ich euch nicht sagen. Ja, wenn ihr das wisst, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, damit ich das beim nächsten Mal weiß. Okay, das haben wir soweit. Ach, hier war ich schon. So. Immer hier. Jetzt hab ich aber viel Leben. Das ist gut. Ich gehe aber hier weiter.
Schadet ja nicht. Und diese Altare scheinen echt viel zu bringen, weil die haben, glaube ich, jetzt irgendwie 9000 Leben mehr, also wie ich das, so wie ich das lese. Okay, das war so eine Sackgasse hier. Wissen wir Bescheid, okay. Die waren wir noch nicht. So, das wäre auch geschickt. Gehen wir hier lang. Immer schön am Rand entlang am besten. Okay. Was ist das hier? Da kann man nichts machen. Ihre Kammer, okay, hier geht's nicht weiter. Saphir. Okay. Ah, ein Lebenstrank, der ist immer, der kann man immer gebrauchen. Und nichts. Okay, das war anscheinend hier auch alles. Da muss man auch einfach mal alles erkunden und darf dabei nicht sterben. Das kann natürlich auch sein, ich weiß es ja nicht. Okay, kann ich das angreifen? Nein. Okay. Ich bin durch ein Portal gegangen und bin hier gelandet. Ich weiß aber nicht, was ich hier machen kann. Hier kann ich noch durch ein Portal gehen. Das dreht sich mit. Hallo. Okay. Kann ich das erschlagen? Ja, kann ich. Ich kann nur hoffen, dass dieses Portal nichts Wichtiges war, weil sonst habe ich es gerade echt vermabbelt. Okay, ja, warte. Was ist das hier für ein? Keine Ahnung. Da ist auch nichts. Okay. Bin ich von hier gekommen? Sag das. War ich hier schon? Ja, auch wirklich mal. Hier war ich noch nicht. Die ist ausgewichen. Das war aber jetzt wirklich. Nee, das finde ich nicht gut. Bin ich sicher, dass wir haben. Eingesammelt ist nichts eingesammelt. Da war ein Taler drin. Vielleicht bringen die ja irgendwie extra Sachen. So müssen wir mal gucken, ob ich davon was kaufen kann. So sieht es nicht danach aus. Also, wir haben nichts gefunden. Aber was wer weiß, das könnte ja noch kommen. War ich hier schon drin? Nein, war ich nicht. Okay. Wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Das ist böses Viech. Bist du ein böses Viech? Ich will direkt mal eins. Mit so einem Trank. Ich weiß nicht, was der bringt, aber er macht unter der Ecke so eine Hetze, also eine Kuh, so ein Hetzsymbol mit was, mit so einem Schild drum. Und es könnte ja sein, dass es so eine Art Schild ist, zumindest für kurze Zeit. So. Was ist hier hinter? Gute Frage, was ist hier? Lalala. Der sieht gemein aus. Der hat was fallen lassen. 3. Das ist jetzt, habe ich den anderen Stab. Ach, man braucht verschiedene Stäbe für die oder was? Na gut, wissen wir Bescheid. So. Waren wir denn jetzt? Was ist das denn hier? Was E2 Exit? Okay. War das jetzt schon ein Level oder was habe ich falsch gemacht?
Auch was falsch gemacht. Ja, anscheinend haben wir die erste Ebene geschafft. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Also dafür, dass ich nicht weiß, wie es geht. You are dead. Dankeschön. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, mache ich an dieser Stelle Schluss. Meine ich jetzt, wo ich das wieder aufnehmen kann. Da kann ich öfter eine Folge machen und dann lieber kleinere Folgen. Und dafür öfters Folgen. Ja. Gut, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, Abo da, wie auch immer. Ich führe Blog, den Blog-Link tue ich euch in die Beschreibung. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal.